Inselradio Ratzeburg. Für Stadt, Land und Leute. Im offenen Kanal Lübeck. Das Radioteam vom Inselradio begrüßt die Hörerinnen und Hörer auf der Frequenz 98.8 oder direkt im Internet www.okalübeck.de. Wir senden live aus dem Außenstudio Ratzeburg im offenen Kanal Lübeck. Unsere Gäste: Jana Schulz, Pflegedienstleitung, Sven Minge, Betriebsleiter des Arbeiter-Samariter-Bund Herzogtum Lauen. Arbeiter-Samariter-Bund, gegründet 1888, kurz ASB, ist als Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation in ganz Deutschland tätig. Über Aufgaben und Ziele des ASB spreche ich mit Sven Minge, Betriebsleiter des ASB im Herzogtum Lauenburg, und Jana Schulz von der Pflegedienstleitung. Mein Name ist Anneliese Karl. Herr Minge, ist es richtig, dass der ASB unter dem Dach des Diakonischen Werkes mit anderen Hilfsorganisationen zusammengeschlossen ist? Frau Karl, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Es ist nicht ganz richtig, der Paritätische ist unsere Dachorganisation. Und mit dem arbeiten wir ganz eng zusammen in schwierigen Fragen, wie ja zum Beispiel des Bundesfreiwilligendienstes, Aufgabe oder Aussetzung des Zivildienstes. Und die arbeiten mit uns eng zusammen. Die Organisation ist, wie alle anderen Vereine und Verbände, auf Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesen. Wie viele Menschen unterstützen den Verein durch ihre Mitgliedschaft? Ist der Verein gemeinnützig anerkannt? Herr Karl, wir sind ja bundesweit aktiv. Wir haben bundesweit rund 1,1 Millionen Mitglieder. Und hier im Kreisverband Herzogtum Lauenburg können wir eine beachtliche Zahl von rund 7.700 Mitgliedern benennen, die uns hier bei der Arbeit unterstützen. Und ja, ich kann das mit richtig beantworten, wir sind gemeinnützig anerkannt. Auf welchen Gebieten ist der ASB hauptsächlich tätig? Also wir haben eine Vielzahl von Angeboten, die wir hier zur Verfügung stellen. Dazu gehören die Fahrdienste, wir unterhalten hier im Kreisgebiet zwei Kindertagesstätten, wir haben Pflegedienste, wir bieten Mahlzeitendienste an, wir bieten Hausnotruf an, den Katastrophenschutz im ehrenamtlichen Bereich, wir bieten zahlreiche Sanitätsdienste auf Veranstaltungen an und als neues Gebiet bieten wir auch Schulbegleitung an in den jeweiligen Schulen. Unterhält der Verein auch eigene Seniorenhäuser oder wird dort nur die Betreuung übernommen? Was beinhaltet Betreuung? Frau Schulz, bitteschön. Auch ich heiße Sie herzlich willkommen, Frau Karl. Vielen Dank für die Einladung. Betreuung. Betreuung würde ich teilen in pflegerische Leistungen und Wahlbetreuungsleistungen. Das heißt, Wahlbetreuung ist zum Beispiel Einkaufsfahrten, Grillen, Spielen, Gymnastik, Basteln, eben nach Wunsch und Bedarf. Kann aber jeder selber entscheiden, ob er diese Wahlleistung überhaupt in Anspruch nimmt. Pflegerische Leistung bin ich immer sehr, sehr gerne bereit, bei Hinfälligkeit, sage ich jetzt mal, Pflegestufen zu beantragen, behilflich dabei zu sein, wenn der medizinische Dienst vor Ort ist, dort mitzuhelfen. Dann sind wir im betreuten Wohnen Ratzeburg mit dem DRK zusammen vor Ort, übernehmen da pflegerische Leistungen wie Grundpflege, Hauswirtschaft, ja, Behandlungspflege, darunter zählte Medikamentengabe oder auch eine oder die andere Spritze oder Kompressionsstrümpfe anziehen. Und ja, das würde ich einfach so unter Betreuung verstehen. Und Essenausgabe, nicht? Das Essen bringen wir auch zu den Kunden, ja. Ja, mit muss vorher angezeichnet werden, was Sie haben möchten und so weiter. Wir können 14 Tage voraus wählen und nach Wahl wird dann das Essen heiß zubereitet in der Wohnung gebracht. Dankeschön. Bitte. Ich möchte das Ehrenamt ansprechen. Ohne ehrenamtlichen Einsatz, ohne mitmenschliche Hilfe kann kein Staat existieren. Wie viele Ehrenamtler unterstützen den ASB?
Also bundesweit haben wir rund 11.000 ehrenamtliche Mitarbeiter, ungefähr hier in Schleswig-Holstein ungefähr 2.500. Und wir sind auf verschiedenen Veranstaltungen als Ehrenamt tätig. Das heißt, jetzt vor kurzem war die Veranstaltung Wacken, falls sie bekannt ist. Die ist ja generationsübergreifend bekannt. Auch dort war der ASB aktiv neben anderen Hilfsorganisationen. Und werben wir auch immer gerne dafür, dass wir weitere Unterstützung in der Bevölkerung erhalten im Rahmen der freiwilligen Arbeit. Wie nahe Reichtum und Überfluss mit Not und Elend zusammenliegen, können wir täglich sehen. Schauen wir nur nach Afrika. Engagiert sich der ASB auch in der Auslandshilfe? Ja, da gibt es ein Aktionsbündnis, Aktion Deutschland hilft. Das ist ein eingetragener Verein von mehreren Organisationen, die auch zurzeit das Thema Afrika auch in der Öffentlichkeit nach oben tragen. Und wenn Sie mir erlauben, Frau Kahr, würde ich auch gerne die Kontonummer dieses Bündnisses bekannt geben, wo der ASB eben auch sehr aktiv mitarbeitet. Das ist das Konto 102030 bei der Bank für Sozialwirtschaft mit der Bankleitzahl 370205 00, und unter dem Stichwort Nothilfe weltweit kann jeder dort seinen Beitrag leisten, damit auch eben der ASB mit anderen Hilfsorganisationen dort vor Ort Hilfe leisten kann. Herr Minge, würden Sie die Nummer bitte nochmal bekannt geben, ja? Die Kontonummer ist 10 20 30 und die Bankleitzahl ist 370 205 00. Dankeschön. Schön. Herr Minge, Frau Schulz, wir bedanken uns für das Gespräch. Mit einem Musikwunsch. Was möchten Sie hören? Ja, ich habe mir von der Gruppe Empire of Sun We Are the People gewünscht. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, die Älteren unter uns erinnern sich noch, wie war es damals? Heidelbeeren, Bigbeeren, Blaubeeren, pflücken im Wald. Es war schon eine mühevolle Arbeit. Mein Gesprächspartner ist Hermann Müller, Besitzer einer Heidelbeerplantage. Mein Name ist Anneliese Kahl. Herr Müller, wann ist bei Ihnen die Idee entstanden, Heidelbeeren anzubauen? 1983 kam die Idee auf, Heidelbeeren zu produzieren, weil wir mit unseren Erdbeeren nicht mehr so gut zurechtkamen auf unserem leichten Boden. Und dann habe ich gesucht und habe gefunden, dass Heidelbeeren von Natur aus leichte Böden mögen und habe dann die Heidelbeeren angebaut. Ich hatte die nächste Frage schon. Beanspruchen die Beeren einen besonderen Boden? Die Beeren brauchen einen besonderen Boden, und zwar, wie ich schon sagte, leichten Sandboden und dann aber gut Humus, also dass er Wasser hält. Ja, ähnlich einem Waldboden? Ähnlich einem Waldboden, das wäre ideal. Wie groß ist die Fläche, die Sie haben? Wir haben 2,5 Hektar Fläche. Und wie viele Pflanzen, das wissen Sie nicht. Wie viel Platz braucht eine Pflanze? Wir haben die Pflanzen, die Reihen auf 3 Meter Abstand gepflanzt und in der Reihe 1 Meter. Und so, dass wir da mit dem Trecker zwischendurch fahren können. Wann beginnt die Ernte?